ist geplant von mir. Hi. Oh, cool. Ich glaube, wir haben unsere erste Spielfigur freigeschaltet. Naja, sterben kann man in dem Spiel eigentlich nicht wirklich. Man wird immer wieder zusammengesetzt. Das ist halt eben Lego-Physik, ne? Hier muss ich Wingardium Leviosa benutzen. Ja, um Objekte aufzubauen. Ist doch klar, ist doch offensichtlich. Was haben wir uns jetzt da gebaut? Auch nicht schlecht. Cool, cool. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Eine Z... Drücke Y... J, um eine Zutat aufzuheben. Ja, dann nimm die doch auf. Na komm. Na, Hagrid möchte sie nicht aufheben. Dann wechseln wir mal wieder. Vielleicht kann ja unser lieber Harry aufnehmen. Nö, jetzt hat er aufgenommen. Okay. Na, ist egal. Ist egal. Ist egal. Okay. Nochmal! Nochmal! Ja, ihr seht es auch schon, wenn ich die Taste gedrückt halte, dann kriege ich hier so die Auswahl, was ich denn anvisieren möchte, wenn es mehrere Ziele gibt. Und irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter. Ach so, da können wir uns hochschleudern. Na, toll. Ja, bauen wir hier mal um. Hier gibt es lecker Eis. Nehmen wir natürlich auch mit. Na komm, nimm mit. Och, nimm das doch, dumme Eis doch mit hier. Ja, dankeschön. Eis, wenn du einen Zaubertrank zu trägst, drücke J, um sie in den Kessel zu werfen. Welcher Kessel? Wo ist hier ein Kessel? Kessel! Wo ist hier ein Kessel? Los, zeig dich, Kessel. Kessel? Hallo, Kessel? Hm, kein Kessel da. Dann weiß ich auch noch nicht. Na, ist egal. Wird alles noch erklärt, denke ich. Wow, was war das? Das war das Haar. Coole Sache. Was man mit Haar alles so anstellen kann, wir können Sachen zerstören. Ach, hier ist der Kessel. Ray. Zauberzart-Zutat Zutat reingetan. Ray, noch einer. Brauchen wir noch mehr? Hm, wir scheinen noch mehr zu brauchen. Moment. Dich sammeln wir auch mal auf. Und rein damit. Kann ja nur was Gutes geben. Oh, oh. Oh, wow. Okay. Wir haben den Weg freigemacht. Cool. Drücke J, um die Kette aus der Wand zu ziehen. Na dann zieh! Hey, Tür ist offen. Dann gehen wir mal in die Bank. Ja, ich kenne die Spiele zum Glück noch so ein bisschen. Was heißt die Spiele? Die Filme bzw. das Buch noch so ein bisschen. Deswegen weiß ich auch, dass wir hier zum Beispiel die Bücher neu anordnen müssen. Nein, das war jetzt nur ein Mutmann. What zum Teufel warst du denn jetzt? Hm. Hier sind lustige Uhren. Die sehen auch schon mal toll aus. Aber ich will ja gar nicht mit Harry, mit Hagrid und dann. Ja, doch, ich glaube, das hier muss man erstmal alles so ein bisschen mit Hagrid, ja, erforschen, denn der Harry, der kann noch nichts, der will noch nichts, der macht noch nichts. Oha. Oha, hier können wir jede Menge rumfliegen lassen. Und ihr seht auch schon oben in der Mitte haben wir unsere wunderschöne Anzeige für, ja, Geld gesammelt. Es gibt, Bonus-Sachen, wenn man Geld vollsammelt. Nur Kobolde können diese Schlösser öffnen. Ja, das heißt, wir brauchen irgendwann da einen dieser wunderschönen Kobolde, die hier auch außen herum sitzen. Na komm, hol deinen Stab daraus. Oh, wir müssen Licht anmachen, okay? Zwei Lichter. Und ja, wie gesagt, 100% Run weiß ich noch nicht, ob es das wird. Lass dich einfach überraschen. Hm. Wer Tipps und Tricks natürlich zum Spiel hat, immer heraus damit. Für mich ist es ja blind. Ich sehe das dann nicht direkt als Spoiler an, weil eigentlich kann man bei dem Spiel kaum spoilern. Und da ist ein Pinker. Da ist ein Pinker. Pinker? Pinker! Warum kann ich den Pinken nicht sammeln? Da, jetzt habe ich ihn. Gib mal so nebenbei 10.000 aufs Konto. 10.000 Lego-Steinchen aufs Konto. Also, das lohnt sich schon mal. Und hier kann bestimmt irgendwann jemand hochklettern. Achso, ne, wir machen uns einfach hier eine Treppe. Ah ne, so ein Springboard wieder. Komm mal her, Harry. Hier drauf. Yay! Und blaue bringen uns, ich meine 100 oder so. Moment, ich kann es jetzt sehen. Ne, 1000. 1000 sogar. Das ist cool. Ja, wieder wechseln zu Hagrid. Denn Hagrid muss hier noch ein bisschen was erledigen. Ja, komm, Zaubere. Okay, die Fackel bringt uns noch nichts. Ach, ist das schön herrlich bekloppt, das Spiel. Das ist wieder richtig gut für mich. So, was ist hier? Hallo. Ah, Katzin. Hallo. Oh.
Der Kobold beachtet ihn gar nicht. Oh, sehen die putzig aus. Oh, die Zähne aber nicht. Ja, genau, schmeiß mir einfach durch die Gegend. Ich bin ja nur Harry. Der hat nicht wirklich mich als Spielfigur da an seinen Schlüssel dran gehabt jetzt, oder? Ja! Ja, Mann, aus! Wie bescheuert ist das denn, bitteschön? Oh mein Gott. Er malt aus, oh, wir sind Kobold. Tja, wir sind jetzt ein Kobold. Und Kobolde können bestimmt hier so Sachen öffnen, aber das anscheinend nicht. Huh. Tja, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was wir zu tun haben. Aber wir haben doch hier diese 8 Lichter angemacht. Müsste dann nicht rein theoretisch hier irgendwo was aufgetaucht sein oder so? Was wir wieder. Oder war das nur für den. Huh. Tja, Kameraansicht wechseln ist nicht. Und das ist das Geräusch, wenn ich irgendwas Falsches drücke. J neben einem Schloss drücken, um es zu öffnen. Ach, halten sogar. Hm. Tja, nur Kobolde können diese Schlösser öffnen. Dann wollen wir doch hier mal rein. Ja, das ist der Anfang des Kapitels von, ja, das können wir nie aufmachen. Hagrid, kannst du hier irgendwas zaubern? Ja, wir machen Sitze klein. Cool. Das Spiel ist einfach nur bescheuert. Einfach nur bekloppt. Moment mal, kann ich dich aufheben? Du hast doch so ein schönes Zeichen da drauf. Ja, komm. Nimm's hier. Nimm's hier. Ach, ich glaube, es muss. Ja. Leute, ich fahre jetzt hier mit so einer Kiste rum, ne? Nur sehr starke Charaktere können schwere Ketten schieben und ziehen und so. Und wir können hier trotzdem so ein bisschen einen auf Tony Hawk machen. Können wir auch Tricks? Können wir springen? Ja, aber nicht wirklich gut. Also, naja, egal. Dann lasst uns doch mal weitergehen. Nimm schon mal, du bist auch der Meinung. Ja, der ist eben gerade wach geworden. Ich denke mal jetzt durch dieses ganze Laber hier von mir. Aber naja, damit muss er klarkommen. Er ist halt eben hier bei mir. Da ist alles ein bisschen anders. Gib mir dein Geld, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. Geht doch. Ich denke mal, wir brauchen wieder einen Kobold, um hier die Tür zu öffnen. Zap, zap, zap. Und, ja, was kommt da raus? Also die Effekte sind schon mal ziemlich genial, wie ich finde. Hey, einige Gemälde werden auf deine Handlung reagieren. Versuche, diesem zuzuwinken und siehe, was passiert. Okay, dann wollen wir das doch mal machen. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ah, okay, er lässt uns rein. Cool. Neue Cutscene. Wir fahren runter, um unser Gold zu besorgen. Und ich denke mal. Nein, ich darf nicht selber fahren. Schade. Das wäre auch noch cool gewesen. Aber es. Also optisch ist das Spiel einfach nur genial wieder. Das ist. Aber das habe ich bei jedem Lego-Spiel so beobachtet, dass sie eigentlich immer ziemlich cool sind. Und dass man immer sehr viel Blödsinn machen kann. Ja, tanzt darum. Ja, tanzt darum. Wir haben Feuer gemacht. Wir sind Hagrid. Wir können Feuer machen. Ja. Und wir sind ein kleiner Kobold, der hier einfach irgendwas aufschließt. Auch wenn es vielleicht gar nicht uns gehört. Aber das ist egal. Denn wir klauen uns einfach jetzt hier das ganze Geld. Hahaha. ja, wir brauchen Hagrid. Le Hagrid. Ups, ey. Bau mal da draußen wieder irgendwas auf. So, jetzt sehe ich auch, was du da baust. Und, was ist es? Ein Tisch! Er hat uns einen Tisch gemacht. Ein Tisch, der schweben kann. Was bedeutet das? Genau, wir wechseln wieder auf Harry. Und der Harry, der springt dann hier drauf, damit wir noch ein bisschen Kleingeld sammeln können. Upsala. Wir machen Licht. Genau, wir machen Licht, weil wir sind cool. Wir können Licht machen. Und wir machen alles kaputt. Auch wenn uns diese Kammer eigentlich gar nicht gehört. Genau. Das scheint aber alles hier drin gewesen zu sein. Also, auf zur nächsten Kammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das der erste Gegner? Wahre Zauberer. Wir haben alles an Geld gesammelt, was es hier gab. Komm, schieß. Schieß auf die Fledermaus. Oder was ist auch mal. Ne, dann lass es bleiben. Machen wir hier noch ein bisschen Licht.
Ja, unser Ziel war es wohl hier über 50.000 zu sammeln, würde ich jetzt mal ganz spontan behaupten. Und was passiert wohl, wenn ich... Achso, ich muss sie ziehen, okay. Und dann verschwindet der Drache. Haha, und dann können wir hier aufmachen. Ja, alles Logik. Alles logisch aufgebaut. Na komm. Unser Geld. Boah, wir sind reich. Da kriegt er doch direkt richtig große Augen, Herr Harry.